Und somit herzlich willkommen hier bei No Rest for the Wicked, meine lieben Leute da draußen. Schön, dass ihr einschaltet zu einer neuen, zu der ersten Folge für, ja, ein Spiel, das ich schon ein bisschen länger auf der Liste habe. Und seit letzter Woche ist es offiziell draußen, Early Access natürlich. Was können wir uns unter No Rest for the Wicked vorstellen? Sagen wir es so, stellt euch vor, Diablo wäre eine wunderhübsche Frau mit vielen und großen Brüsten, also mehr als zwei, sehr voluminös. Und ja, da gibt es einen Mann, der nennt sich Dark Souls, mit voll so Monsterprügel. Und die beiden fangen jetzt richtig an, hart zu pimpern, verhüten nicht, Gummi reißt, war die falsche Pille. Und dann kommt das Spiel bei raus. Das ist No Rest for the Wicked. Zumindest das, was ich bisher gesehen habe. Ja, das Spiel kostet im Early Access 35-36 €, also echt ein teurer Titel, muss ich sagen. Ob es das wert ist, das werden wir gemeinsam herausfinden hier auf Twitch, beziehungsweise, wenn ihr es seht, auf YouTube. Ich verspreche mir von dem Spiel sehr, sehr viel. Hat sich gereimt, habt ihr gemerkt, ne? Ja, ich auch. Und deshalb habe ich gesagt, komm, wir machen das Ganze als Live-Let's Play. Und wenn das packt, wenn das wirklich matcht und ich sage, ey, geil, da habe ich Bock drauf, dann wird es hierüber auch Guides geben, Patchlogs etc. in Zusammenarbeit mit den Moon Studios. Das ist ja der Publisher dahinter. Nochmal vielen Dank an dieser Stelle für das Sponsern dieses Keys auf Anfrage von mir. Also ich bin drauf zugegangen, habe erst eine Ablehnung bekommen. Und naja, Ende vom Lied, alle gut, alle glücklich. Ich habe mein Key bekommen. Ich brauchte nicht auf die Knie gehen. Und egal, lassen wir das. Gehen wir mal rein. Ich habe mir jetzt hier einfach mal meinen Stadia-Controller geschnappt. Wenn ihr das Stück Elektromüll noch rumliegen habt, ne, weil Stadia gibt es ja nicht mehr, ihr könnt den Controller bis Ende des Jahres noch, ja, updaten, dass ihr den ganz normal über Bluetooth connecten könnt. Googelt einfach nach, ne, auf Google, Stadia-Controller Bluetooth freischalten, dann kommt ihr auf eine Seite von Google, das Ganze läuft über einen Browser, einmal Stadia-Controller anschließen und, ja, Update, fertig. Ist easy going. Also wer Tetris spielen kann, kann auch so ein Ding hier freischalten. Und ist mein absoluter Lieblingscontroller. Also Stadia, dann kommt ganz lange nichts, dann kommt PlayStation Controller und dann irgendwann, ja, der Rest. Ne? Also kann ich euch nur ans Herz legen. Kriegt da auch für echt günstig Geld auf eBay Kleinanzeigen oder eBay zu kaufen. So, genug gelabert. Wir stellen uns jetzt einfach mal... Oh, wow. Was? Und sagen... Was ist denn jetzt schon los? Okay. Alter, er ist einfach der Masturbator, oder was? Was hat der denn für Tennisarme? Okay. Kann ich den noch irgendwie customizen? Das ist... Ach, Leute, macht mich doch nicht jetzt schon fertig. Was ist das denn für eine Figur? Oh, okay, weiter. So, wir können hier erstmal schön die Form und Farbe auswählen. Das gefällt mir doch sehr gut. Das sieht so ein bisschen aus wie ein Troll hier, ne? Also er ist einfach hier der Schokoschläger. Aber er gefällt mir ganz gut. Wir nehmen ihn. So, gib deinen Namen ein. Wir sind einfach der Masturbator. So, wobei, nein, wir müssen natürlich langfristig denken. Wir sind Kraxel, ne? Vielleicht können wir unser Aussehen jetzt noch bearbeiten. Wir werden es sehen. So, anpassen. Ja, können wir. Perfekt. Ich habe jetzt echt schon gedacht, wir müssen damit jetzt leben bis zum Ende des Lebens. So, Gesichtsvorlage. Achso, wir können hier hoch, runter. Das sieht cool aus. Warte mal, wir gehen mal weiter. Das ist sehr vernarbt. Der hat ein bisschen ein kleines Akne-Problem gehabt. So, wir nehmen das. Haare. Wow, okay. Ist das so ein klassischer, Charakter-Customizer. Ne, also, das ist halt... Ja, da wurde jetzt nichts neu erfunden. Ne? Das sieht alles so ein bisschen... Alter, das ist einfach Wischmob-Style hier, ne? Yo, okay, wow, what the fuck is this? Ich würde sagen, wir nehmen das hier. Sieht noch einigermaßen human aus. Haarfarbe, ja, eher ins Dunkle rein, ne? Also ich mache jetzt ein Abbild meiner selbst. Hoffentlich können wir gleich die Penisgröße noch mit hier abändern. Gesichtsbehaarung. Alter. So ein Schnauzer hatte mein Physiklehrer damals in der 10. Klasse. Komplett, also er hatte graue Haare, grauen Bart, aber der war am Paffen ohne Ende und der hat halt immer hier den ganzen Bart gelb gehabt, ne, sah nicht schön aus, aber gut, ich glaube, ihn hat es nicht gestört. So, was nehmen wir denn, das sieht cool aus, Alter, aber er hat voll das langgezogene Gesicht, jetzt gerne ein bisschen pummeliger. Und warum zur Hölle hast du jetzt hier, so, warte mal,
So. So. Augen. Augenposition. Ich würde die gerne nicht ganz so nach außen. Das sieht ein bisschen strange aus. Warte mal. Achso, das ist... Okay, okay. Da wundert er sich. Das sieht ganz cool aus. So. Augenabstand. Ein bisschen weiter zusammen, ne? Dass das nicht aussieht, als ne, wärst du jetzt irgendwie so ein Fisch oder sowas. Augenposition. So, da zieht er die nach oben, nach unten. Das sieht aber sehr, sehr homogen aus. Augengröße. Ah, könnten wir jetzt hier so... Ja, ja, so ist okay. So, Augenfarbe. Hm. Was nehmen wir denn da? Boah, das sieht stylisch aus. Nase. Ist okay, ey. Alter, der hat halt einen drauf bekommen. Mund lassen wir auch. Kiefer ist auch in Ordnung. Verdeckt der Bart, dann können wir das so... Ach, Alter. Alter. Wir hätten ihn Masturbator nennen sollen, ehrlich. Was ist denn was für eine Figur? Oder der denn für Körperproportion? Benenne dein Reich. Nein, Kraxel. Oh Gott, ey, das kann ich nicht machen. Ey. Wären wir jetzt hier nur auf Twitch, wäre es okay, dann hätte ich jetzt hier was Schönes hingeschrieben, aber wir benennen unser Reich, schreibt mal was in den Chat, Leute, ey. Wir haben hier gerade 5 Zuschauer. Lasst mal raus. Guck mal, da freut sich der Farmboy. Liebe Zuschauer, ihr seht gerade nicht, was der Chat schreibt, ne? Farmboy lacht nur. Wir hatten aber vor dem Stream schon besprochen oder ein bisschen geschnackt. Er kommt aus Mecklenburg-Vorpommern, also tiefster Osten. Was im Osten abgeht, wissen wir alle, dass er jetzt lacht, wenn das Wort Reich fällt. War mir klar. So, warte mal. Unser Reich ist, ja, Alter, ich habe keine Ahnung. Wicked Land ist unser Reich. Beginne am Anfang der Geschichte auf deiner Reise nach Sakra. Der Prolog kann bei zukünftigen Durchläufen übersprungen werden. Bumshöhle, ja, das ist dein Reich. Mein Reich ist das nicht. Auswählen. Okay. Reich erstellen. Okay. Willkommen! In den letzten 6 Jahren haben wir unser gesamtes Herzblut in die Entwicklung einer RPG-Erfahrung der nächsten Generation gesteckt. Eine Erfahrung, von der wir hoffen, dass sie das Genre voranbringen wird. Diese Veröffentlichung von No Rest for the Wicked im Early Access läutet eine neue Ära für Moon Studios ein. Wir freuen uns, dass du dich mit uns auf die Reise begibst und wissen dein Feedback sowie deine Hilfe dabei, das Spiel auf dem Weg zur Vision 1.0 zu gestalten, sehr zu schätzen. Mach dich auf ein episches Abenteuer, erbarmungslose fordernde Kämpfe und ein Erlebnis, das noch im Entstehen begriffen ist, gefasst. Alter, was eine Übersetzung. Wenn du soweit bist, dann auf nach Sakra. Okay. Achso, sorry, Farmboy. Stimmt, das ist recht, das war bloody, ne? When I was a child. Aber Sachsen-Anhalt ist nicht besser. So, pst. Said the pestilence turned men's faces inside out. Made them grow limbs where none should be. But the world was nearly lost in its wake. And she prayed. The Sarum would never need to return. We should turn back while we still can. It's an island, not a fairy tale. This is a fool's errand. There's no sum worth bringing the likes of them to shore. So, meine Hübschen, und da sind wir auch schon zurück im Spiel. Okay. Grafisch sieht es nicht so schlecht aus. Wir haben alles auf Ultra gestellt. Also maximale Settings. Und
Unser Rechner, sei Dank, ne? Wir haben uns ja vor einigen Wochen einen neuen Rechner zusammengeklöppelt. Und ja, der packt das doch ganz gut weg. I don't know whether you follow the sickness or it follows you, and I don't care to know. Okay, danke fürs Gespräch, Junge. Hey, hey, hey! Hey, that's close enough. Just keep your distance. There's a dark about you, and I don't. Ach, guck mal, damit kann ich dodgen, schlagen. Dann gehen wir mal runter. Du kannst sprinten, indem du A drückst. Das habe ich schon herausgefunden. Sollen wir uns die ganzen Questdialoge mit anhören oder skippen wir die? Wir werden mal so punktuell reinhören. Plenty of mainland ships go missing off Sackler's shores. We are not the only ones on these waters. Hab da rechts den Typen gesehen, der ins Bild gesprungen kam, einfach mal aus dem Flug heraus Liegestütze gemacht. Was ein geiler Typ. Should have burned the island to the ground 1,000 years ago and never. We've wrecked and ravaged our way across half of the Arshan Sea. I pray the captain. Zieh mal weiter. Kamera kann ich übrigens nicht drehen, so wie es aussieht. Ach, da komme ich nicht durch. Don't mind the others. It's just their way. You go speak with the captain and. Okay, wie sollen wir den Captain erst sprechen? Das war wahrscheinlich der oben am Steuer. Dann jumpen wir da mal eben ganz schnell hin. So, jetzt ist er hier wahrscheinlich, ne? So, ach nee, ist der Steuermann, natürlich. Don't look so tough to me. Ja, danke. Komm, Faustkampf. 1 gegen 1. Wo ist denn hier der Captain? Ist hier rein? Nee. Keep walking, filth. These fools think they know who you are and where we're headed, but they've got no idea. Warte mal, was war hier? Guck mal, man kann noch schleichen. Cool. Okay. So, bist du vielleicht der Captain da oben? How about you let me be a Saren? Nee, das ist Rigor Maris. Fancy. You greedy bugger. Like they're any. Laber nicht, Schweine labern auch nicht. Okay. Warte mal, das ist eine Leiter, vielleicht können wir noch hochklettern. Da hochkraxeln, guck mal. Perfekt. Dann werden wir hier wahrscheinlich auch den Captain finden. Bist du der Captain? Da sieht doch gut aus. Er hat eine kleine Bubble über dem Kopf. Das ist ja voluminös. We've trafficked in people before, but well, I won't be sorry to be out of these waters. You off my ship? I was paid to deliver you to Sakura in one piece, and I will. But get to your quarters and stay out of our way till landfall. Okay, cool. Also ab zum Festland. Wir sollen jetzt einmal unter Deck gehen. Dann jump mal. Kann ich hier runterspringen? Ne, kann ich nicht. Dann einmal rein. In die gute Stube. Ah, guck mal, hier ist eine Truhe. Nice. Das sah echt cool aus. Das hat mir sehr gut gefallen. Noch ein bisschen am Kränkeln, sorry Leute. Gewisse Objekte sind zerstörbar. Wenn du sie zerstörst, geben sie vielleicht zuvor verborgene Beute oder Wege frei. Nice. Das gefällt mir. Erstmal alles zerbersten hier. Oh, da liegt was. Da habe ich was gefunden. Ein Talerlein. Oh, einfach mal die arme Ratte aus den Latschen gehauen. Einfach mal das Fell über die Ohren gezogen. Nice. Auch krass, wie beim Schlag der ganze Bildschirm wackelt. Also, finde ich gut gemacht. In vielen Spielen hast du das auch und da ist es einfach nervig. Da schalte ich das immer aus, ne? Hier wirkt es aber echt sehr angenehm, muss ich sagen. Achso, mit. Okay. Ich muss
mich dran gewöhnen, dass Y hier immer so die globale Taste ist. Und ich alles aufheben und aktivieren kann. Ich will nicht schleichen. Kein Grund hier zu schleichen. Hey, gut. Nice. Yeah. Willst du auch eine oder was? Soll ich dir auch eine flacken? Komm her. Ach, schade, er prügelt sich nicht. Wäre geil, wenn er sich jetzt gewehrt hätte. Also, mir einfach über den Haufen haut. Ah, das wäre lustig. Warte mal, hier liegt doch was. Guck mal, nimm mal mit. Nimm mal das Beißkraut. Ich mach hier auch alles kaputt. Aber sieht cool aus, das Schiff. Muss ich echt sagen. Genau, nimm mal mit die Taler. Die Talerse. Jetzt kommt ein bisschen Bewegung rein. Jetzt. Langsam werde ich warm hier. Das ist doch wunderschön. Geht nicht, aber das hier doch. Ein Gebet, bevor wir das Festland erreichen. Nein. Lass mich überlegen. Nein. Ich als Hardcore-Atheist. Nein. Helft ihm mal. Ja, komm. Ich guck mal, vielleicht kann ich ihm helfen. Vielleicht hat er irgendwas Schönes. Was brauchst du denn, Schnucki? Lass mal schnacken. Rein damit, mitsamt etwas Meerwasser und einer Menge Sägespäne. Oh, erstmal schön strecken das Essen. Das wird. Klar kann man im Notfall einen Pilz essen, aber es geht nichts über eine warme Mahlzeit. Hier, nehmt euch etwas. Danke, geile Pilzsuppe. Du hast Nahrung erhalten. Der Verzehr von Nahrung stellt normalerweise Gesundheit wieder her, aber einige gewähren stattdessen vorübergehende Buffs. Nahrung essen mit Pfeil nach oben. Okay. Heißt das, da unten kommt jetzt ein fetter Gegner oder was? Ich bin gespannt. Kommt ruhig alle her. Ich hau euch alle über den Haufen. Oh, ich mag das Kampfsystem, ehrlich. Das fühlt sich richtig gut an. Oh, ein Apfel. Ehrlich, ey. Ohne Flachs, das fühlt sich richtig, richtig gut an. Ey, ich wollte da noch nicht rein. Okay. Er zwingt mich nicht, das ist gut. Ich dachte jetzt schon. Ich wollte hier nämlich noch ein bisschen gucken. Ja. Aber ich glaube, warte mal, da ist noch eine Kiste, die können wir bestimmt zerhauen. Ja. So, okay. Okay, okay, okay. Hier könnten wir noch hoch. Oder warte mal. Kommen wir hierher? Wir kommen hierher, ne? Hier war doch der. Komm, genau. Hä? Okay, okay, okay. Guck mal. Nach den ersten 5 Minuten Spielen schon verlaufen, Alter. Auf dem Schiff. Einfach auf dem Schiff verlaufen. Wer denn her? So. So. Übrigens, liebe YouTube-Zuschauer, ihr seht, ich bin schon lange, lange raus aus dem YouTube-Business, ne? Sagt mir gerne mal, welche Folgenlänge ihr gern hättet. Ne? Also schreibt es gerne in die Kommentare. Ich werde mir das durchlesen. Auch jeden Kommentar natürlich beantworten. Jeden persönlich mit einer Grußkarte und einem Dankeschön. Ne, also, sagt nein, schreibt mir wirklich mal, welche Folgenlänge ihr bevorzugen würdet. 20 Minuten, Stunde, halbe Stunde. Alle Legenden haben etwas gemeinsam. Sie sind tot. Was ist los, Bloody? Wurdest du gesperrt? Guck mal, wie er auch drüber klettert. Finde ich nice. So, das hier kann ich nicht kaputt machen. Okay, dann warte mal. Da ist doch was drin. Guck mal, da ist doch. Da, siehst du das? Der rendert nämlich den Schrank erst danach. Die Kiste hier scheint. Aber geht nicht. Okay, gut. Dann gehen wir hier mal rein. Hallo? Bautz. So, ist das jetzt mein Bett hier? Ja, legen wir uns mal schlafen, ne? Bin doch schon ganz müde. Und krank. Im Kopf. Junge, Junge, Junge.
Ich schalte mich mal weg. Hey, da bin ich wieder. Okay, cool. Er hat was gedroppt. Oh, ein Schwert. Wie können wir das denn ausrüsten? Du hast einen ausrüstbaren Gegenstand erhalten. Leg ihn über das Inventar an. Öffne das Inventar, indem du die Taste da drückst. Gedrückt hältst. Okay. Und dann zeig mal durchgucken, was hier so los ist. Also, oh, ich hätte den halben Liter Müllermilch nicht saufen sollen, ey. Also, hier haben wir das Inventar. Da haben wir die ganzen Kategorien. Also, hier sind unsere Stats. Fertigkeitspunkte 0. Basis haben wir überall 10. Das sind die Quest. Long Area Name. Okay, das ist wahrscheinlich noch nicht da. Waffenbaupläne, geil. Und hier sind die Settings, ne? Grafik, wie gesagt, alles schön auf Max. 144 Hertz habe ich einfach mal reingestellt, eingestellt. Oh, DLSS demnächst, geil. Aber gut, das sieht doch soweit ganz, ganz human aus. Dann lass mal hier echt einen reinklotzen. Kampfgrundlagen. Greife Gegner mit X an. Verursache mehr Schaden, indem du X gedrückt hältst und so einen geladenen Angriff vollführst. Weiche Angriffen aus, indem du A ausweichen antippst. Okay. Wir erinnern uns, was ich am Anfang gesagt habe, Leute. Ne, es ist eine Art Souls-like. Das heißt, es ist nicht bei Diablo, ich werde gehittet, es passiert nichts, ich werde gehittet, okay, es juckt mich nicht. Sondern hier, du wirst gehittet, kriegst auf die Fresse, stirbst. Ne? Hier ist das echt alles ein bisschen intensiver. Das heißt, wir sollten uns gerade hier die Ausweichsachen sehr gut durchlesen. Okay, aber das kriege ich hin. So, ist hier schon irgendein Gegner? Da ist er, oh mein Gott, wer bist du? Ach du Scheiße. Aber er war jetzt relativ easy peasy. Da haben wir hier doch ein Schild. Ein Schild. Okay, was haben wir? Halte ein Schild bereit mit der linken Schultertaste. Okay, Nase. Siehst du? Ich hab's vorhin angekündigt. So, okay, das ist das Schild. Das ist cool. Da haben wir wieder ein Münzchen. Das gefällt mir sehr. Schleichen, okay. So, da ist Ende Gelände. Hier noch irgendwas kaputt schlagen. Dann ziehen wir mal einen weiter. Wir rollen mal eine Runde. Und pow! Okay, da kommen wir nicht weiter. Dann ja, gehen wir mal an Deck, ne, und gucken mal, was da abgeht. Was da los ist. Okay, wow. Hi. Das mal alles mit. Schön blutig das Ganze, gefällt mir. So, ich hoffe, ich übersehe hier nichts. Sag mal, da ist ein Pass. Okay, da ist auch nichts rausgefallen. Schade, Momlade. Aber was ist hier los? Alles sehr zertrümmert, sehr kaputt. Oh, okay. Sprinte von Oberfläche oder Kanten, um zu springen. Sprinte von... Achso, und Fernabgründe zu überqueren. Okay. Hier aber erstmal umschauen, ob hier noch irgendwas ist. Und hier können wir das kaputt machen. Aber mir fällt doch bestimmt was raus. Das ist so ein klassisches Versteck, ey. Nein, okay. Dann nicht. Okay, sprinten. Wie war denn sprinten? Sprinte von Oberfläche. Wie sprinten? Warte mal. Play. Gegner automatisch anvisieren hat da drin, das finde ich gut. Steuerung. So, wo haben wir denn tippen, schleichen, Gegenstände, Nahrung tauschen. Tippen, Schnellauswahl, Nebenhand, Nahrung, Schulter, Ausweichen, Interagieren. Mysteriös, dann würde ich sagen, einmal hinlaufen, der wird das schon machen. Nein, er will runterfallen. Ach, die sollte runterfallen. Okay. Und ich mach mich hier verrückt, weißt du? Studiere das Handbuch. Ach nee, wir sind... Okay, wir sollten... Wo ist denn hier Sprint?
Wow, okay. Push-up kann er auch machen. Lustig. Okay, das ist nicht sprinten. Wie kann man denn sprinten, verdammte Hacke? Ich hätte gesagt, so reindrücken, weißt du, Stick reindrücken, aber da duckt er sich nur. Das ist sehr strange. So, die Schultertaste, da schlägt der. Da ist das. Sprinte von Oberflächen oder kann man zu springen? Oder meint er das hier? Das wird es auch nicht sein, glaube ich nicht. Ach, okay. Einfach an der Kante A drücken, damit er springt. Also er sprintet nicht, nicht, sondern ich kann aktiv springen. Das macht natürlich Sinn. Wahrscheinlich einfach ein Fehler in der Übersetzung. Nicht weiter tragisch. Ich würde gerne da hoch. Warte, kann ich hier? Nein, kann er nicht. Okay. Hier ist auch nichts weiter. Alte A gedrückt. Doch drüber klettern. Ach, wie geil. Okay, das feiere ich ein bisschen. Das ergibt ganz neue Möglichkeiten. Okay, warte mal. Wie kommt man da rüber? Muss er eigentlich hier? Ah, da ist eine Wand. Haben wir denn irgendwo was Kaputtes? Nee, ne? Sieht nicht so aus. Okay, dann müssen wir tatsächlich... Oder müssen wir nochmal eben schauen? Da könnte man drüber kraxeln. Pun not intended. Okay, gut, das hat nicht geklappt. Ist hier irgendwas zum Sammeln? Irgendein Sammelspiel? Okay, dann nochmal hoch. Dann müssen wir gleich mal schauen, wie wir da rüberkommen. Das kann ja nicht wahr sein. Und jetzt sollten wir hier einfach... Wenigstens ist man durch das Sprinten bzw. Ausweichen relativ flott unterwegs. Trotzdem etwas peinlich. Mal, kann ich hier nicht auch vielleicht einfach drüber? Ist hier irgendwo eine Wand kaputt? Mal hier. Kann ich hier nicht hochklettern? Nee, geht nicht. Auch mit A gedrückt halten, keine Chance. Gut, dann nochmal. Das hat doch gerade so super geklappt, Leute, weißt du? Ich krieg jetzt schon wieder Frust hier, ey. War nicht mal richtig im Spiel drin, weißt du? Verkack schon im Tutorial hier. So, warte mal, jetzt sprinten. So. Okay, warte mal, hier ist doch... Ah, nee, hä? Ist hier... War der jetzt zu oder war der offen? Man kann die Kamera übrigens nicht drehen, ne? Nur mal so. Okay, nee, da ist zu. Das heißt, hier kommen wir nicht weiter. Hier kommen wir nicht weiter. Hier kommen wir nicht weiter. Okay, sind wir jetzt hier gefangen, Alter? Ist das ein fucking Ernst? Gehen wir da... Jetzt sag nicht, ich... Kletter mal irgendwo hoch, bitte. Ich glaube, ich bin jetzt gefangen. Ich glaube, ich habe mich hier in einen Abseits katapultiert. Kann wahr sein. Warte mal. Werte, Aktivitäten? Nee. Hier noch eine andere Taste. Was denn hier mit... Hätte ja sein können, dass man irgendwie respawnen kann. Okay. Ich glaube, wir müssen nochmal ins Spiel neu rein. Okay. Dann bis gleich.